So. Und Leute, da Fritz Meinecke ja irgendwie zu Seven vs. Wild aufgerufen hatte, stelle ich euch heute mal meine Gegenstände vor, die ich mitnehmen würde, wenn ich da mitmachen würde. Das wäre einmal hier so ein günstiger Winterschlafsack. Das ist jetzt nicht hier der Snack-Pack drinne. Der wäre für die Temperaturen gerade zu warm. Oder ist ein günstiger Winterschlafsack drinne. Würde erstmal ausreichen halt eben. So, das wäre das. Dann würde ich hier einen Wasserfilter mitnehmen. Dann würde ich meinen Esbit-Kocher mitnehmen. Esbit-Tabletten, ich weiß jetzt nicht, ob das erlaubt wäre. Aber zur Not könnte ich mir auch Stöckchen und so suchen, mit denen ich dann hier auf dem Esbit-Kocher gestell Feuer machen könnte. Das wäre mein Ausrüstungsskill. Faltbecher. Ein Feuerzeug. Oder Streichhölzer halt eben, ne? Dann ein Messer. Das ist jetzt nicht das Messer, was ich mitnehmen würde. Aber zur Veranschaulichung ist das Zima 1. Na, das würde ich doch mitnehmen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ich krieg heute noch im Laufe des Tages ein neues Messer. Und dann würde ich das mitnehmen zum Testen halt. Und dann würde ich noch mitnehmen meine Edelstahl. Die Flasche zum Wasser abkochen. Und das wären halt eben so meine. Wie viele Gegenstände haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, einer fehlt noch. Einen könnte ich mir noch aussuchen. Aber okay, wir nehmen als siebten Gegenstand nehmen wir die Esbit-Tabletten, dann passt das. Ja, das wären so meine Gegenstände, die ich bei Seven vs. Wild mitnehmen würde. Den Rest kann man improvisieren. Dann danke fürs Reinschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und ich werde das natürlich auch jetzt am Wochenende testen, ob ich mit den sieben Gegenständen klarkommen würde oder ob es total in die Hose geht. Und danke nochmal fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich dann den Test mache.